Wir stellen uns diese Frage jetzt nach dem Kommunikationsgrundgesetz. Es wird das gesagt, aktives Zuhören, offen sein, empathisch mit dem anderen umgehen, wertschätzende Kommunikation, sehr gute Fragen stellen, authentisch sein oder Perspektiventausch, sich in die Lage des anderen hineinversetzen können, also den Perspektivenwechsel zu vollziehen. Alle diese Dinge werden genannt, wenn man nach dem Grundgesetz gelingender Kommunikation fragt. Und natürlich sind alle diese Dinge äußerst wichtig. Also wir brauchen die wirklich alle, sie sind Bestandteil von sehr guter Kommunikation. Aber sie sind nicht das Grundgesetz gelingender Kommunikation. Das ist etwas anderes. Irgendwo ist hier ein Vogel versteckt. Und man ahnt, wo das ist. Und diese kleine Katze wird uns jetzt bei einigen Bildern begleiten. Und in den Bildern ist, ohne dass ich es schon sagen werde, das Grundgesetz der Kommunikation enthalten. Also schauen Sie, hier zum Beispiel finden Sie das Grundgesetz der Kommunikation. Also hier ist irgendwo der Vogel versteckt. Ja? In diesem Bild ist es enthalten. Auch in dem nächsten Bild sehen Sie das Grundgesetz gelingender Kommunikation. Diese beiden kleinen Menschen sind in wunderbarem Kontakt miteinander. Was passiert da eigentlich? Also auch hier ist der Vogel versteckt, den wir suchen. Das nächste Bild zeigt auch das Grundgesetz gelingender Kommunikation. Wunderschön. Die beiden sind in gutem Kontakt miteinander. Was passiert da eigentlich? Eines meiner Lieblingsbilder ist das folgende, wenn Sie das genießen möchten. Das ist großartig, oder? Also ich liebe einfach dieses Bild. Und auch hier ist der Vogel versteckt. Auch hier ist das Grundgesetz der Kommunikation enthalten. Menschen, die sich gut verstehen, produzieren ständig, bewusst oder unbewusst, Akte von Ähnlichkeit. Das Grundgesetz gelingender Kommunikation. Dass ein gutes Gespräch durch nichts zu ersetzen ist, dass ein gutes Gespräch wichtig ist, dass Kommunikation eigentlich die Metakommunikation die zentrale Fähigkeit ist, die wir alle brauchen, tagtäglich, ununterbrochen. Ich glaube, Watzlawick hat recht, wenn er sagt, wir können nicht kommunizieren. Kommunikation ist etwas, was ständig eine Rolle spielt. Manchmal sagt man ja, wir können ja nicht dauernd kommunizieren, wir müssen ja auch mal arbeiten. Aber wenn wir arbeiten, dann kommunizieren wir natürlich auch dabei. Die Art, wie wir uns geben, was wir ausstrahlen, ständig ist also Kommunikation mit an Bord. Jemand nahm die Tasse Kaffee und der andere nahm zeitgleich oder fast zeitgleich auch seine Tasse Kaffee oder sein Glas Wasser. Der eine machte irgendwas an seinem Näschen und der andere zupfte an seinem Öhrchen. Die Stimme der einen Person war etwa so auf der Lautstärke, die andere auch ähnlich. Nicht die eine ganz laut und die andere ganz leise. Und dieses Phänomen nennen wir Spiegeln. Und besser als Spiegeln ist das Wort ähnlich sein. Spiegeln ist einfach so 1:1 mäßig. Sich auf den anderen einstellen, die gleiche Wellenlänge haben wie der andere. Oder Sie benutzen das Wort jemanden dort abholen, wo er oder sie sich befindet. Sie müssen mal andere oder sich selbst daraufhin ein Stück warten. Wenn jemand sehr aufgeregt, sehr ängstlich, sehr, das ist nicht meine Situation jetzt, so das jetzt, dann werden Sie normalerweise sich so ähnlich hinsetzen, wie der andere sitzt. Sie werden nicht ihn überbieten und sagen, ich kann noch schlimmer da sitzen als du oder so. Das machen Sie nicht. Aber Sie werden Respekt haben. Und Respekt heißt,
wahrnehmen und ernst nehmen und das zeigen. Und wir setzen uns dann so ähnlich hin wie der andere und hoffen dann, dass im Gespräch das dann so wird, nicht? Dass das sich lockert und gibt und das uns weiter. Ja, und das hat er übersprungen, dieser gute Mann. Er wollte direkt in das Lockere, hat nicht den anderen dort abgeholt, nonverbal, verbal und paraverbal, nicht abgeholt, wo der andere war. Wenn wir Pacing in seiner Struktur begreifen wollen, dann sieht es eben so aus, dass Menschen, die sich gut mit anderen verstehen, diese drei Dinge tun, bewusst oder unbewusst. Nämlich, erstens, sie werden die nonverbale Welt des anderen, insbesondere Mimik und Gestik, also alles, was mit Gesicht und Händen passiert, sehen und sich synchronisieren. Also das Kommunikationsgeschenk, das wir anderen Menschen machen, ist, uns auf sie einzustellen, ihre Sprache zu sprechen, sie dort abzuholen, wo sie sind. Und das heißt eben, ihre Körpersprache anzunehmen. Verbal, das ist einer der Punkte, die meistens nicht gut realisiert wird im Alltag. Die Schlüsselwörter, die Herzwörter, die uns der andere Mensch gibt, aufnehmen und als Keyword-Echo mit in das Gespräch aufzunehmen. Schlüsselwort Echo ist der zweite große Aspekt von dem, was Pacing heißt. Und drittens, alles, was mit der Stimme passiert, ist auch eingeschwungen, synchronisiert miteinander. Was tun Menschen, die Respekt haben, die wertschätzend mit anderen umgehen? Das tun sie. In gutem Kontakt mit dem anderen. Ich möchte, dass Sie das Wort mal ganz neu lesen, dass Sie das Wort Takt spüren. Sie müssen nicht nur taktvoll sein, sondern Sie müssen den Takt des anderen aufnehmen. Und wenn Sie das tun, dann kommen Sie in wirkliche Berührung. Und Sie können mit dem anderen tanzen. Wenn Sie nicht den Takt des anderen aufnehmen, tanzen Sie nicht gemeinsam das Gespräch, das möglich wäre. Also guter Kontakt ist an dieses Pacing geknüpft. Und jetzt sagte ich ja, das ist das Wichtigste des Grundgesetzes. Das Zweitwichtige ist Leading, weiterführen. Wenn wir in gutem Kontakt sind mit jemand anderem, dann können wir ihn auch weiterführen. Aber es läuft eben so ab, ganz langsam ist es jetzt reinlaufen, der erste Schritt ist immer Pacing. Also wenn jemand sagt, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, bitteschön, aber dann ist es nicht, den anderen dort abholen, wo er ist. Das ist nicht würdevoller, wertschätzender Umgang. Und auf diesem Pacing baut dann das Leading auf und setzt sich in Gesprächen wie in Wellen fort. Das ist das komplette Grundgesetz gelingender Kommunikation. Das ist die Basis von allem. Was immer wir inhaltlich reden, das hier ist das Fundament des Kommunikationshauses. Und zeige dir noch mal eines meiner Lieblingsbilder. Da ist noch mal alles drin, worüber ich jetzt eben gesprochen habe. Schauen Sie sich mal die beiden an. Das ist großartig, nicht? Das Nonverbale, der Augenkontakt, also die sind in so schönem Kontakt miteinander, man möchte gerne eine Zeitreise machen, ich jedenfalls. Ich würde gerne hören, wie die miteinander reden und worüber sie miteinander reden. Das ist ein wunderschönes Bild. Ja. Also, in diesem Sinne, ist Kommunikation alles? Na klar, das ist in diesem Sinne alles. Und wenn wir Kommunikation mit diesem Grundgesetz, wenn wir das einüben, der Gerold hat das ja am Anfang so schön gesagt, aus dem jüdischen Talmud hat er ja das zitiert. Wenn wir uns verändern, wenn wir an uns arbeiten, wenn wir dieses Grundgesetz der Kommunikation bewusst pflegen, selbst kultivieren, dann werden wir uns verändern. Und wenn wir uns verändern, verändern wir auch unsere Umgebungsbedingungen mit.
Wir haben Resonanz und erzeugen dann eine andere Ausstrahlung. Also das überlässt man nicht dem Zufall, dafür ist Kommunikation zu heilig. Sie ist sozusagen unser wichtigstes Geschenk als Mensch. Das müssen wir bewusst pflegen, da müssen wir bewusst was dran tun, bewusst dran arbeiten. Und wenn wir das tun, dann passiert dieses, das ist ein Wort von Camus, Albert Camus, das echte Gespräch bedeutet, aus dem Ich heraustreten, sich aufmachen, so aufmachen, aber auch in Bewegung kommen, aufmachen, aus sich herauskommen und an die Türe des Du klopfen. Das ist das echte Gespräch und dafür ist das Kommunikationsgrundgesetz das Herzstück. Dankeschön.